Hey Leute, es ist endlich wieder soweit und ich habe 10 Lootboxen Overwatch gesammelt. Und ja, hat eine Weile gedauert, aber ich würde sagen, wir packen die direkt aus und starten mit der ersten. Ich hoffe, dass wir heute wieder einen legendären Skin kriegen werden. Mal gucken. So, fangen wir erstmal sanft an hier. Zwei Sachen, die wir schon haben, plus eine Voiceline von Bastion. Bestimmt irgendwas mit Büp, 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 Büp. Fast, fast. Nicht ganz war das, was ich gesagt habe. Aber wir haben noch eine von Widowmaker. Magnifique. Ja, schade. Ich würde sagen, die nächste, da haben wir mehr geiles Zeug drin, oder? Schon wieder nur ein blaues. Alter, was ist los da? Schon wieder zwei, die wir haben. Plus eine Siegerpose von Pharah, und zwar kniend. Pharah spiele ich ungefähr nie, aber ist trotzdem nice. Und ein Lucio Spray, das wir noch nicht haben. Next. Immerhin ein rotes. Und zwar ein Emote. Ja, das sieht aus wie Benny. Ja, 1:1 Benny, würde ich sagen. Das haben wir schon. Dann haben wir ein Diva-Spray. Pang! Von Diva, logischerweise. Und ein Rotok-Spruch. Aus dem Weg. Aber da habe ich ein besseres. Next! 7 to go. Zwei blaue, immerhin besser als eins. Und zwei Spieler-Icons. Die Spieler-Icons sind ja tatsächlich die einzigen Sachen, die man sich nicht kaufen kann und die man gedroppt bekommen muss. Witzigerweise, ne? Torbjörn Schmieder haben wir da und wir haben einen Lichtkönig. Ja, kann man machen, aber ich habe meins eigentlich drin von Reaper. Das finde ich eigentlich recht cool, auch wenn ich Reaper gar nicht so viel spiele. Dann haben wir eine McQueen-Zielscheibe als Spray und wieder was von Diva, und zwar Kaugummi. Kaugummi. Und da ist ein legendäres. Finally haben wir ein Tracer-Skin. Nice. Sehr cool. Ist nicht mein Lieblingsskin von ihr, aber ist auf jeden Fall besser als der Standard-Skin. Und sehr cool. Der T-Racer-Skin von Tracer. Unser erster legendärer Skin heute. Ich hoffe nicht der einzige, aber ansonsten bin ich auch schon zufrieden. Den rüsten wir natürlich aus. Und dann haben wir eine Siegerpose, die wir schon haben. Dann haben wir Junkrats, den haben wir auch schon. Und Bip, 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 Bip. Haha, geil. Den besten Spruch rüsten wir aus. 5 Lootboxen to go. Ich würde sagen, da kann noch mindestens ein legendäres drin sein, oder? Ah, die ist auch schon ganz nett. Ein bisschen Geld haben wir bekommen. Dann haben wir eine Siegerpose von May, und zwar kniend. Die ist gar nicht so schlecht, die rüste ich mal aus. May spiele ich ja doch ab und an. Und Winston als Baby, als Spray. Nice. 4 noch. Bitte, Leute. Noch ein legendäres. Ah, 2 blaue. Aber immerhin. Lieber 2 blaue als ein blaues, ne? So, wir haben eine Diva-Siegespose, wie sie mit ihrer Kaugummiblase quasi auf dem Mech liegt. Können wir mal ausrüsten. Ich weiß gar nicht genau, was ich drin habe. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht sieht, was man ausgerüstet hat. Dann haben wir das Senyata-Spray. Und wir haben einen Spruch von Tracer. Ja, ist okay, aber ist jetzt nicht so mein Lieblingsspruch. Ja, 3 noch. Da sind mindestens noch 3 Legendäre drin. First kommt jetzt. Safe Call. Okay, ich wurde bestraft für das Safe Call, glaube ich. Wir haben ein Spieler-Icon, was wir schon haben. Ein Spruch für Symmetra. Wie garstig. Wie spricht die denn, ey? Ist ja unmöglich. Dann haben wir ein Lucio-Spray wieder und ein Widowmaker-Spray, schwarze Witwe, Nadines Lieblingstier. 2 noch. Da muss noch was drin sein. Kann nicht mit einem aufhören. Ah, scheiße. Ich vermute ja fast, da haben wir wieder was doppelt. Da haben wir ein Hanzo-Spray, Wanderer. Wir haben hier ein Protoss-Icon von StarCraft und einen kampfbereiten Genji. So, letzte Lootbox. Ich streichel den Genji. Und da ist bestimmt was Cooles drin. Hm. Oder auch nicht. Naja, egal. Ich glaube, ein legendäres ist schon ganz okay. Eine gute Quote bei 10. Ist natürlich nicht so gut wie damals, aber egal. So, jetzt haben wir noch das Terraner-Icon. Passend zum anderen. Wir haben das Wachsam-Reinhardt-Spray und den Fahrer-Raketenwerfer. Ja, ich würde sagen, hatten wir doch relativ Glück. Ich sag mal, ein legendären von Tracer kann man machen. Nächster? Ach so, stimmt, man kann sich die Waffe ja jetzt auch angucken. Ich finde die Waffe ganz schick bei dem. Aber ich glaube, mein Lieblingsskin ist immer noch... Moment, ich zeige euch den nochmal.
Der Sporty Skin. Auch wenn er nicht legendär ist, aber den finde ich eigentlich am besten. Da finde ich die Waffe auch am coolsten. Und das ist der hier. Da finde ich das Outfit eigentlich ganz nice. Aber gut, man kann ja nicht immer nur Legendäre ziehen. Letztes Mal hatten wir letztes Mal überhaupt einen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber diesmal hatten wir immer den Tracer-legendären Skin. Von daher ist eigentlich alles gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr heute in den Lootboxen am besten fandet. Und ja, wenn ich die nächsten 10 Lootboxen gesammelt habe, dann werde ich mich hier wieder hinsetzen und die mit euch gemeinsam öffnen. Dann habt einen schönen Tag und falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.